Dear all, thank you so much for joining this year's edition of the German Retail Day. Today's digital event will consist of English and German sessions, and I will be your host today. Our next session will be held in German by my colleague Errol Zellmann, Senior Account Director at Microsoft Advertising, who will officially start the event, introduce today's speakers and agenda, and give you an overview on the assets Microsoft Advertising is built on. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten virtuellen Retail Day. Wir hatten letztes Jahr in München unsere Premiere, damals noch in unserem Office vor Ort. Und ihr seht hier ein paar Eindrücke. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen haben wir jetzt ein virtuelles Event draus gemacht. Kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Errol Zellmann. Ich bin Senior Account Director bei Microsoft Advertising. Und in den nächsten 90 Minuten wollen wir euch aktuelle Trends aus Sicht von Microsoft sowie der Online-Marketing-Perspektive geben. Und ihr seht hier einen Überblick über unsere Speaker. Ich werde gleich starten mit einem Überblick über die Assets von Microsoft Advertising. Dann wird Peter Howold, unser Analytical Lead von Microsoft Advertising, übernehmen mit Insights und Trends von unserer Advertising-Plattform. Xenia Giese, Senior Industry Executive aus unserem Retail, Enterprise und Commercial Bereich, wird uns die Transformation des Retail-Bereichs präsentieren. Dann übernimmt Mark Robertson, unser Global Specialist aus UK, und zeigt uns, wie man Kundendaten ganzheitlich verstehen und nutzen kann mit Dynamics 365. Und bevor wir dann wieder auf Microsoft Advertising schwenken und Nitin Hegde, unser Produktverantwortliche in EMEA, uns die aktuelle Product Roadmap von Microsoft Advertising präsentiert. Und die Präsentationen von Mark und Nitin werden in Englisch sein. Und wir freuen uns sehr, dass wir euch dann ein Best Practice Beispiel zeigen können. Melanie Schlegel, Head of Paid Search bei Otto, wird uns in einem Interview Einblicke geben in die Partnerschaft mit Microsoft Advertising und wie Otto die Corona-Zeit erlebt hat und welche Erfahrungen Otto da mitgenommen hat. Das Interview wird geführt von Simon Formanowski, Senior Audience Marketing Manager bei Microsoft Advertising. Und Simon wird uns auch durch den Retail Day moderieren. Und ihr seht jetzt hier nochmal die Agenda im Überblick. Wichtig ist, ihr könnt jederzeit Fragen in den Chat stellen und wir versuchen, diese zu beantworten. Wenn wir es nicht während der Session schaffen, dann werden wir dies im Nachhinein tun. Und die Präsentation wird im Nachgang auch verschickt. Dann starte ich mit dem ersten Part und einem kurzen Überblick über Microsoft Advertising. Für diejenigen, die mit Microsoft Advertising noch nicht so vertraut sind, wir heißen Microsoft Advertising seit Mitte letzten Jahres und Bing hat sich zu Microsoft Advertising umgebrandet. Und die letzten 10 Jahre war die Suche und das Suchmaschinenmarketing der Kern unseres Businesses und es hat sich in der Zeit sehr, sehr viel getan. Und man sieht es hier auf dem Slide. Wenn man sich die Marktanteile weltweit anschaut, laut Comscore, dann wird, wichtig im Desktop-Bereich, mehr als jede dritte PC-Suche in den USA auf Bing vorgenommen, fast jede vierte PC-Suche in Deutschland. Und das heißt in Deutschland dann, es sind über 375 Millionen Suchen im Monat mit einem Marktanteil von 22%. Global gesehen hat Bing einen Marktanteil von 11,5%. Und es finden global mehr als 12 Milliarden Suchen im Monat statt. Und ihr seht hier eine Übersicht, auf welche Assets wir bei Microsoft Advertising bauen. Bing ist natürlich eine Säule mit weltweit 500 Millionen Nutzer und bietet eine globale Ad-Plattform an, um die Performance eurer Kampagnen zu optimieren und skalieren. Dann einer unserer stärksten Traffic-Treiber ist Microsoft News mit weltweit über 1600 News-Sources
und Partnerschaften. Und in Deutschland als Beispiel sind Verlage dabei wie Axel Springer. Dann AI spielt natürlich bei uns im gesamten Search-Prozess eine wichtige Rolle. Wenn ihr beispielsweise auch an den Bereich Natural Language Processing oder Image Search denkt. Dann ist Bing mittlerweile in allen Office 365 Apps eingebunden und weltweit sind es 1,4 Milliarden Menschen, die Windows- und Office-Produkte nutzen. Und der Microsoft Graph, den ich auch gleich zeigen werde, ist letztendlich der Ort, in dem die Intent-Signale aller unserer Assets zusammenfließen. Dann haben wir auch noch zwei Browser. Auf dem neuen Edge-Browser werde ich auch gleich eingehen. Und ihr seht letztendlich an der Übersicht, es ist sehr, sehr viel Nutzerbasis da, um Informationen gezielt in effiziente Werbeprodukte zu lenken. Den neuen Edge-Browser hatte ich ja angesprochen, der basiert auf der Chromium Engine und erhöht dadurch dramatisch die Webkompatibilität und Geschwindigkeit. Er wurde am 15. Januar in diesem Jahr gelauncht und ist für uns so ein bisschen das Tor zum Internet. Mittlerweile auch der zweitmeistgenutzte Browser weltweit und 30% der Downloads bislang vom neuen Browser kommen von Chrome-Usern. Und es wird auch in den nächsten Monaten eine Migration für die 1 Milliarde Windows 10-Nutzer stattfinden und auch ein Update für iOS- und Android-Nutzer natürlich. Empfehlung an alle, die den neuen Browser noch nicht kennen, ihn einfach mal auszuprobieren. Dann hier seht ihr nochmal eine Übersicht über das Microsoft-Ökosystem. Microsoft Advertising baut darauf und vereint ein breites Portfolio an Brand-Safe-Content mit einer riesen Reichweite. Und wir erreichen über den Tag hinweg die Nutzer in sehr vielen Nutzungssituationen, nicht nur im Arbeitsumfeld und letztendlich ist es dann auch fast durchgängig. Hier ein paar Beispiele von der Reichweite. Ich hatte es schon erwähnt, Windows 10 hat dieses Jahr die 1 Milliarde Nutzer überschritten. LinkedIn, ganz, ganz wichtig für uns, weltweit mit 675 Millionen Nutzern. Und ihr seht ja auch die Zahlen, Outlook 200 Millionen als Beispiel. Und den Microsoft Graph hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Er ist sehr, sehr wichtig für uns und er bringt die unterschiedlichen Bereiche, Produkte von Microsoft zusammen und verbindet letztendlich die Milliarden von Signalen von unseren Assets. Das LinkedIn dabei, die Browser-Historie bei Edge als Beispiel, Suchhistorie bei Bing und alles, was im Business-Kontext über Office und Windows läuft. Und ganz wichtig natürlich Xbox-Signale, wenn jemand abends spielt, das wird auch alles eingebunden. Und wir haben letztendlich die Möglichkeit, unsere Konsumenten 24 Stunden zu begleiten und abzubilden. Und der Microsoft Graph ist in der Lage, in der Tiefe und Breite Informationen zu liefern, die eine Qualität darstellen, die schwer vergleichbar ist. Und über den Microsoft Graph bieten wir euch vorgefertigte Audiences von Usern an, die anhand ihres Suchverhaltens und Webseiten besuchen, gerade vor einem Kauf sich befinden. Und eine wichtige Säule, auf die Microsoft natürlich schon immer setzt, ist die Partnerschaft. Neben dem Microsoft-Ökosystem sind die Suchmaschinen Yahoo und AOL in unserem Owned and Operated-Bereich enthalten. Und ganz wichtig für unseren mobilen Bereich sind unsere Syndication-Partner, von denen ihr auf der rechten Seite ein paar abgebildet habt. Und neben den großen Portalen sind auch klassische Suchmaschinen dabei, die unsere Technologie nutzen, wie DuckDuckGo oder Ecosia. Und Ecosia ist die Suchmaschine, wo die Werbeerlöse als Beispiel in Nachhaltigkeit gehen und auch in das Pflanzen von Bäumen. Und für Microsoft hat der Datenschutz und das Thema Trust schon immer oberste Priorität gehabt. In den frühen Jahren von Microsoft Advertising wurden wir aufgrund unserer Verpflichtung, die Daten unserer Kunden zu schützen
als konservativ eingestuft und mittlerweile ist dies ein Differenzierungsmerkmal. Und beispielsweise sind die Daten bei uns immer anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf individuelle Personen gezogen werden können und wir exportieren keine Daten an Dritte. Und wir bieten letztendlich dann unseren Advertising auch nur aggregierte Daten zum Targeting an. Und ja, das war ein kurzer Überblick über Microsoft Advertising und ich gebe weiter. Thank you, Errol, for this informative session about the assets we are building on in Microsoft Advertising. Our next speaker, Peter Haubold, an analytical lead, Germany Microsoft Advertising, will take you on a journey about our findings on retail trends during and post COVID-19. The session will be presented to you in German. Peter, the stage is yours. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Peter Haubold, Analytics Lead in Deutschland. Und mein Teil heißt Back to Normal, wobei das Wichtige an dem Titel ist vielleicht das Fragezeichen. Denn tatsächlich weiß im Moment niemand so genau, wie es weitergeht. Gibt es eine potenzielle zweite Corona-Welle? Gibt es eine potenzielle Rezession auf dem Markt? Und wie wirkt sich das aus, auch auf dem Bereich Suchmaschinenmarketing? Ich möchte mal anfangen mit diesem schönen Bild. Das ist die Münchner Fußgängerzone, irgendwann zwischen Mitte März und Mitte Mai. Es ist gähnende Leere. Am linken Bildrand sehen wir zwei Leute, die verzweifelt versuchen, irgendwie Geld auszugeben. Es geht nicht. Und rechts sehen wir diese große Esprit-Werbung, ein Perfect, was in diesem Zusammenhang und vor diesem Bild fast ein bisschen ironisch wirkt. Jedenfalls, das ist die Realität während Corona gewesen. Und das liegt unter anderem daran, dass 50% von Befragten dieser Umfrage sagen, eher mir ist es im Moment wichtiger, mich mit Freunden zu treffen, als shoppen zu gehen. Also das Sozialleben hat im Moment Vorrang. 56% der Deutschen meinen, dass die Corona-Krise unseren gesamten Konsum verändern wird. Wie? Das wissen wir noch nicht. Und 57% sagen sogar, sie haben noch keine Geschäfte besucht, obwohl diese wieder aufgemacht haben. Also ganz spannend, was da im Moment passiert. Aber irgendwo müssen die Leute auch einkaufen. Und wo tun sie das? Sie tun das mit ihren Computern oder mobilen Geräten. Wobei dieses hier ein bisschen wie ein Toaster aussieht, aber es ist ein Tablet. Und natürlich machen sie das, weil im Internet die Geschäfte immer geöffnet haben. Tatsächlich ist es so, hier ist eine Statistik von der IFH in Köln, wo man sieht, dass die Zahl der Leute, die normalerweise im Geschäft eingekauft haben, jetzt zu online gewechselt haben. Und diese Zahl hat sich innerhalb dieser Wochen fast verdreifacht. Und das spiegelt sich auch wieder in den neuesten E-Marketer-Vorhersagen für Deutschland, was den E-Commerce angeht. Prognose für dieses Jahr ein Wachstum um 16,2%. Das macht insgesamt gute 11% des gesamten Retail-Volumens aus, ist aber ein sehr, sehr starkes Wachstum, das wir in den letzten Jahren so nicht gesehen haben und das sich auch in den kommenden Jahren dann wieder etwas normalisieren wird. Ein kleiner Nachtrag noch, Stores sind nicht immer open während der Corona-Krise, denn tatsächlich haben wir einige große Plattformen und Händler gesehen, die aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr in der Lage waren, die Lieferketten zu bedienen und die dann tatsächlich auch vorübergehend offline waren. Ja, was heißt das tatsächlich für unsere Plattform? Die Leute switchen von Offline-Stores zu Online-Stores und ich habe hier mal die Suchanfragen der Verticals initiiert gegen die erste Woche im Januar und man sieht, dass die Suchanfragen hier, als die Pandemie anfing und der Lockdown anfing, extrem angestiegen sind. Ne? Fast in allen Verticals, hauptsächlich Retail, das ist der große Gewinner. Wir sehen hier Computer und Consumer Electronics, klar, die Leute waren im Homeoffice. Wir sehen Home und Garden immer noch sehr, sehr hoch. Das hat natürlich auch saisonale Gründe. Wir sehen aber auch Autos, zum Beispiel kein Einbruch. Der Einbruch war wirklich bei Travel und das war auch zu erwarten, ne? Weil Reisen, Hotels etc. Kreuzfahrten im Moment einfach nicht stattfinden. Wenn man das Ganze dann nochmal auf die Suchen anwendet, hier nochmal Retail rausgebrochen, nur die drei, damit man es besser sehen kann. Und wie gesagt, Home und Garden nur der ganz große Gewinner im Moment, auch saisonal getrieben. Computer und Consumer Electronics, das hat sich jetzt wieder normalisiert. Apparel ist immer noch relativ gefragt, was die Suchanfragen angeht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal für die Klicks an, was es da bedeutet. Erst nochmal der Gesamtüberblick der Verticals. Wie gesagt, hier Travel, ne, das erholt sich jetzt ganz, ganz langsam wieder, da die Hotels wieder aufmachen.
Autos war relativ stark betroffen. Das hatte damit zu tun, dass die Händler geschlossen hatten und auch die Hersteller zum Teil ihre Produktion stilllegen mussten vorübergehend. Was wir aber sehen bei den Klicks, auch hier Home & Garden, der große Gewinner, Apparel läuft sehr, sehr gut. War ganz kurz hier eingebrochen, als die Restrictions anfingen, aber seitdem sehr, sehr gut. Und hier auch im Bereich Internet und Telekom, da gab es natürlich getrieben von den Voraussetzungen für das Homeoffice sehr starke Nachfrage und die hat sich auch bis vor kurzem relativ gut gehalten, also mit dem Index über 120-130%. Um das Ganze dann aber nochmal in Perspektive zu setzen, sehen wir hier also die ganzen kleineren Verticals auch, die unter Retail bei uns laufen. Und wir sehen hier, das ist ab der ersten Märzwoche, da war vieles Negativbereich. Also da hatten die Leute wirklich andere Sorgen, als online zu shoppen. Aber eigentlich ab der Woche, die am 28. März anfing, sehen wir, dass alle Subverticals unter Retail im Year-over-Year-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr noch deutlich gewachsen sind. Wie gesagt, Home & Garden ist der ganz große Gewinner, plus 123% hier in der letzten Woche, aber auch Sports und Fitness 61%, Food and Groceries 50% und so weiter. Also das sind schon erstaunliche Wachstumszahlen und belegen eigentlich diesen Trend, den auch E-Marketer sieht, dass es diesen Switch zu Online-Käufen gegeben hat. Da möchte ich euch noch eine Geschichte zeigen. Das haben unsere Data Scientists in den USA entwickelt und das ist hier eine Abbildung, ich mache das am Beispiel Apparel, also die blaue Linie, das ist der Durchschnitt der Suchanfragen und der Klicks. Das ist ein relativ kompliziertes Modell, das dahinter steht und man setzt das im Verhältnis zu den Long-Term Averages. Und sobald die blaue Linie quasi rote überschreitet, sehen wir wieder eine Erholung im Vertical. Bei Apparel, das hatten wir gesehen, als der Lockdown anfing, da gab es hier diesen Einbruch und dann aber relativ schnell diesen Rebound, wo die rote Linie wieder überschritten wurde. Und jetzt hier im Juni, das also auf Tagesbasis gemacht, sind wir am Punkt, wo sich alles wieder angenähert hat. Die graue Linie, das ist das vorhergesagte Normal Level, da liegen wir also drüber. Ähnlich ist bei Consumer Electronics. Home & Garden bricht jetzt saisonal ein bisschen weg, steigt aber auch hier wieder an. Also diese Art von Charts ist sehr interessant, um den Marktplatz zu beobachten. Im Travel-Bereich sieht das ganz anders aus. Da sind wir ungefähr hier an diesem Punkt in fast allen Verticals. Aber wir werden da in nächster Zeit auch zu anderen Verticals einiges veröffentlichen. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte, das so zu betrachten. Ja, und wie geht es jetzt weiter im Moment? Nach diesem Datenüberblick weiß ja eigentlich keiner so genau, was kommt. Kommt die zweite Welle? Kommt die Rezession? Deswegen ein paar Trends, die uns so aufgefallen sind. Zum einen, als der Lockdown anfing, haben wir eine ganz stark erhöhte Nachfrage nach Brandsuchen gesehen. Also die Leute haben von generischen Suchen zu Brands geswitcht. Und der Grund ist vermutlich, dass sehr viele Leute in dieser Zeit, als die Krise anfing, keine Experimente eingehen wollten. Sie sind ganz bewusst zu den Webseiten gegangen, zu den Marken, denen sie vertrauen, die sie kennen, wo sie gute Erfahrungen gemacht haben. Und das ging in einigen Märkten teilweise bis auf den indizierten Wert von über 150 und ist in allen europäischen Märkten angestiegen. Wir sehen das hier an diesem Band. Also starke Bedürfnis nach Brand. Wie aber geht es weiter? Und da ist die Frage zum einen, werden die Leute in der Zukunft nach preiswerten Modellen suchen, günstig, Best Deals, Special Sonderangebote und so weiter. Tatsächlich sagt Global Web Index, dass 72% der Leute im Moment erwarten, dass Brands Promotions anbieten, Sonderangebote oder Loyalty Perks, also Zugeständnisse für Leute, die langfristige Kunden sind oder ähnliches. Und 64% erwarten auch, dass die Brands Lower-Cost-Versions ihrer normalen Produkte anbieten werden. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Leute, die sagen, der Konsum wird sich nachhaltig verändern. Und Begriffe wie Nachhaltigkeit, umweltfreundlich, klimaneutral, aber auch regionale Anbieter und Qualitätsbewusstsein werden eine stärkere Rolle spielen. Tatsächlich ist es so, dass 53% in Deutschland inzwischen sagen, dass Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, wenn sie online oder auch offline einkaufen. Und wohin dieses Pendel ausschlagen wird, das wissen wir noch nicht. Aber so ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, was bei dem Fleischhersteller Tönnies passiert.
hat jetzt nicht so viel mit Online-Shopping zu tun, aber die Frage ist, werden die Leute in Zukunft weiterhin beim Discounter Billigfleisch kaufen oder gibt es da ein Umdenken? Und ich glaube, das werden wir in sehr vielen Bereichen sehen, ohne wirklich zu wissen, wohin die Reise geht. Was wir aber hier sehen, das ist eine Analyse der GfK, ist, hier wird verglichen, achten die Deutschen beim Verbrauch mehr auf die Qualität oder mehr auf den Preis. Und wir sehen, Preis ist rot. Das war früher 52%, ist in den letzten 10 Jahren auf 45% gesunken. Umgekehrt, Qualität hatte früher 48% und war jetzt 2019 bereits bei 55%. Also was man da schon sieht, ist, dass generell bei den Konsumenten so ein Umdenken stattfindet. Und wir werden hoffentlich sehen, dass sich das auch online niederschlägt. Kleinere Beobachtungen, die wir gemacht haben, sind hier wieder die Münchner Fußgängerzone, die auf diesem Bild gut gefüllt ist. Tatsächlich sehen wir einen Zuwachs von Klicks, die von Small Business kommen. Das waren im Januar, Februar waren das 19% unseres gesamten Klickvolumens in Retail. Im März stieg das auf 22, im April sogar auf 24. Im Mai war wieder bei 22, aber da ist schon ein Wachstum zu bemerken. Nicht mehr die ganz großen Plattformen, sondern eben die kleineren und auch lokalen Anbieter, die online gesucht werden. Dann haben wir bemerkt, dass die mobilen Klicks, die bei Bing ja traditionell relativ niedrig sind, verglichen gerade mit der anderen großen Suchmaschine, dass die im Januar, Februar bei 13-12% lagen, März langsamer Anstieg, April 14% und im Mai sogar 15%. Das liegt zum Teil auch daran, dass viele Leute im Homeoffice sind noch und das Handy sozusagen als Second Screen benutzt wird, um unter anderem auch online Waren zu bestellen. Und dann ist uns auch aufgefallen, dass mit dem Ausbruch der Pandemie die Anzahl der Klicks, die über Product Ads oder Shopping Ads kommen, also die bildgetriebenen Anzeigen, ebenfalls hochgegangen ist von 12% im Januar auf den Spitzenwert von 17% im April. Mai waren wir wieder bei 16 und auch das ist eine Entwicklung, die wir im Auge behalten werden und euch da zukünftig auch Updates liefern, wie das weitergeht. Corona hat vielen Industrien neue Kunden gebracht. Hier der Klickzuwachs für die einzelnen Bereiche. Beauty und Personal Care hat 60% zugelegt, 71% bei Büchern, ne, als die Buchläden geschlossen waren, aber auch Haustierbedarf, Sportequipment und Toys und Hobbys sind stark gewachsen. Und ich denke, für viele von euch ist das eine Möglichkeit, Kunden jetzt zu binden. Beispiel auch zum Beispiel Leute, die nie gedacht hätten, dass sie Essen oder Lebensmittel online bestellen, haben das ausprobiert, haben festgestellt, das funktioniert wunderbar. Und diese Kunden langfristig zu binden, glaube ich, gibt vielen Retailern eine sehr, sehr gute Chance, diese Kunden auch zu binden. Zum Abschluss noch hat sich die Krise ausgewirkt auf CPC und CTR. Das ist jeweils der Mainline CPC und CTR. Und wir sehen zum Beispiel hier, Travel Now ist der CPC total runtergegangen, einfach weil viele Advertiser abgeschaltet haben. Wir sehen auch bei Travel, dass der CTR gesunken ist. Retail, das ist die blaue Linie hier unten und die ist völlig unverändert geblieben. Sowohl der CPC, nach wie vor sehr, sehr günstig, der liegt bei ungefähr 0,33 US-Dollar, also das sind ein bisschen weniger in Euro. Und wir sehen auch, dass der CTR sich konstant um die 8% bewegt. Also in den anderen Verticals sehr, sehr starker Einfluss von Corona mit Schwankungen rauf und runter, was CPC und CTR angeht. Retail davon eigentlich völlig unberührt. Und auch das, denke ich, ist ein Plus, dass man relativ preisgünstig bei konstantem CTR in der Mainline werben kann. Das war es von meiner Seite in aller Kürze, was wir so im Retail-Bereich gesehen haben, welche Trends wir erwarten und wo es in der Zukunft hingeht. Und damit gebe ich weiter an den nächsten Redner. Vielen Dank. Thank you, Peter. Our next speaker, Xenia Giese, Industry Executive, Retail and Consumer Goods, will provide you with insights on how to enable intelligent retail solutions. This session will be presented to you in German. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Xenia Giese. Ich bin die Branchenexpertin für Handel und Konsumgüter bei Microsoft Deutschland und ich habe Ihnen heute einige Themen rund um aktuelle Branchentrends mitgebracht. Und nicht überraschend geht es natürlich um das Thema Covid-19 vornehmlich. Sie wissen sicherlich alle,
dass uns natürlich in den letzten Tagen und Wochen einige Neuerungen widerfahren sind, die natürlich auch gerade in der Handels- und Konsumgüterbranche für Resultate, Effekte und auch Auswirkungen gesorgt haben. Wir gehen kurz nochmal durch die drei Phasen durch, auch wie sich ein Stück weit diese zeitlichen Abgrenzungen speziell auf Handel und Konsumgüter ausprägen. Also in der Phase 1, dem Lockdown, der hoffentlich jetzt hinter uns liegt, war es ja so, dass tatsächlich die systemkritischen Händler und Hersteller ein Stück weit extrem konzentriert waren auf ihre operativen Prozesse, also ein Stück weit auch im Jahresendmodus operiert haben. Das heißt, im Grunde wurden alle Digitalisierungsprojekte eingefroren und es wurde sich wirklich auf die operative Exzellenz konzentriert. Auf der anderen Seite, also die nicht systemkritischen Händler und Hersteller haben dann leider auch einen entsprechenden Stillstand erfahren mit den auch bekannten, teilweise massiven Auswirkungen. Jetzt am Anfang der Phase 2, wo die operativen Prozesse auch langsam wieder sich normalisieren bzw. anlaufen, erfahren wir aus wirklich Digitalisierungssicht, dass eben wirklich existierende Geschäftsprozesse wieder aufgenommen werden und auch ergänzt werden mit digitalen Tools. Vornehmlich aktuell sind Werkzeuge, die es ermöglichen, die physische Fläche ein Stück weit zu erweitern, beispielsweise mit Hilfe von Online-Shops oder mobilen Apps oder eben auch sozialen Kanälen oder auch das hybride Verkaufen überhaupt erst ermöglichen, beispielsweise Erweiterungen von Click-and-Collect-Konzepten. Ja, und in der Phase 3 wird es sicherlich so sein, dass die komplexeren Themen und auch digitalen Lösungen angegangen werden, und zwar vornehmlich rund um das Thema Lieferkette und Digitalisierung der Lieferkette. Während der Corona-Krise war es ja so, dass teilweise schmerzlich erfahren wurde, dass eben genau die Lieferkette digital etwas löchrig ist, lassen wir uns das mal so ausdrücken, und dass es hier durchaus noch Bedarf gibt nach Optimierung und auch Verbesserung. Das ist durchaus ein komplexes Unterfangen und deshalb stehen diese Initiativen typischerweise auch etwas nachgelagert an. Darüber hinaus werden wir sicherlich auch sehen, dass noch weitere digitale Werkzeuge, beispielsweise auch in der Cloud, dann umgesetzt werden. Wir können die aktuellen Handlungsfelder, die sich aus der Corona-Krise ergeben, in der Branche im Grunde auf vier große Handlungsfelder reduzieren. Zwei von den Handlungsfeldern, die sind hier rot umrahmt, nämlich das Handlungsfeld rund um die Filialprozesse und rund um die hybriden Verkaufskanäle. Auf die gehe ich gleich noch tiefer ein. Deshalb noch ein paar Worte zu dem Handlungsfeld rund um die Mitarbeiter. Nicht überraschend geht es natürlich in diesem Handlungsfeld darum, Mitarbeiter, die vielleicht aus dem Homeoffice arbeiten sollen, die vielleicht mit großem Abstand arbeiten sollen, mit digitalen Werkzeugen auszustatten, um ein virtuelles Zusammenarbeiten zu ermöglichen und beispielsweise auch Zusammenarbeiten in verschiedenen Lokationen über virtuelle Konferenzen. Hier sind natürlich gerade unsere Werkzeuge rund um Microsoft Teams relevant und werden da natürlich auch massiv gerade ausgerollt. Das letzte Handlungsfeld, das erwähnte ich gerade schon, weil es so ein großes ist, rund um die Lieferkette. Werkzeuge, die idealerweise überhaupt eine Transparenz über die Lieferkette ermöglichen, wenn sogar möglich in Echtzeit. Das sind natürlich Werkzeuge, die recht große Plattformen sind und die auch entsprechende digitale Vorbereitung und viele Schnittstellen benötigen. Details können Sie gerne nachlesen. Ich habe Ihnen hier unten den Blogpost verlinkt. Da
Da finden Sie nochmal alle Details und auch weitere Beispiele zu den Lösungen unserer Partner. Und wie gesagt, einige Lösungen habe ich Ihnen mitgebracht. Eine Lösung gemein ist, dass alle Partner ein gewisses Covid-19-Paket anbieten, sprich, es gibt vielleicht Lizenzpakete, die eine Zeit lang frei sind. Es gibt spezielle Starterpakete oder es gibt beispielsweise beschleunigte Möglichkeiten zum Ausrollen. Im physischen Handel dreht sich natürlich vieles um das kontaktlose Miteinander oder kontaktreduzierte Miteinander. Und nicht überraschend finden wir hier natürlich auch Anwendungen, die wir vorher auch schon hatten, die jetzt aber tatsächlich nochmal stärker im Fokus sind, nämlich das Thema Self-Scanning, Self-Checkout und auch Self-Payment. Unsere drei Partner, die hier aufgeführt sind, die Koala-App, MishiPay und auch Rapitech, bieten alle ein Self-Scanning an. MishiPay ist beispielsweise aktuell im Rollout bei Decathlon Deutschland, ist also eine Scan-and-Go-Lösung, die auf RFID beruhend eben auch nochmal den Bezahlstatus entsprechend kontrolliert und dann die Artikel freigibt. Zwei weitere Partner, digitale Kiosk, den Sie links unten sehen, von unserem Partner Amaria, ist ein Corona Protection Point, so nennt sich diese Anwendung. Und Sie sehen, es ist ein Infokiosk, der gestenbasiert gesteuert wird. Also damit spart man sich natürlich auch einige Desinfektionen. Und es ist an diesem Protection Point also auch noch ein Desinfektionsspender angebracht. Die Inhalte sind wahlweise Informationen über beispielsweise den Ort, wo man sich gerade befindet, oder vielleicht sogar auch Hygieneinformationen. Ganz rechts unten das digitale Warteschlangenmanagement von unserem Partner Ombori. Das funktioniert ohne App, also nur über Browser und SMS. Über einen QR-Code wird quasi ein digitales Nummerchen, Wartenummerchen gezogen. Und ich werde per SMS benachrichtigt, wenn es meine Reihe ist, entweder den Laden zu betreten oder beispielsweise einen bestimmten Bereich zu betreten. Damit spart man sich natürlich das Stehen in Warteschlangen und vielleicht zu nahe kommen. Dann haben wir einige Partner, die auch im Kontext hybride Kanäle unterwegs sind und da eben ermöglichen, auch auf der physischen Fläche zu interagieren, ohne in Kontakt zu kommen. Beispielsweise der Partner Bagage, der eine Lösung rund um meinen Paketautomaten anbietet. Der Paketautomat an sich ist mit UVC-Licht ausgestattet, also die Behälter oder die kleinen Fächer. Das Licht tötet Viren und Bakterien ab und er ist nochmal mit einer die eben auch wiederum gegen Bakterien, Schimmel und auch Viren wirkt. Das Ganze ist eine eigene Plattform, das heißt, der Händler oder auch der Hersteller kann im Grunde diese Plattform selber verwalten und hat damit eben auch die direkte Kundenbindung. Stora Enso und Invenda sind beide Hersteller von intelligenten Verkaufsautomaten. Sie sehen, es gibt auch gekühlte Varianten beispielsweise. Stora Enso ermöglicht beispielsweise auch ein Self-Checkout sozusagen über eine Loyalty-App. Und bei der Invenda-Variante gibt es dann eben auch beispielsweise noch die traditionellen Möglichkeiten zur Bezahlung. Darüber hinaus bieten mittlerweile viele Partner auf der Basis von künstlicher Intelligenz, also speziell Computer Vision, also Auswertung von Kamerabildern, Lösungen an. Sie kennen vielleicht die Kundenampeln am Eingang von physischen Flächen oder Filialen. Die beruhen darauf, dass existierende Sicherheitskameras zählen, wie viele Menschen in dem Laden sind oder auf der Fläche sind. Und dann eben entsprechend eine Warnung oder ein Rotsignal ausgeben, wenn es zu viele Menschen sind. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Bewegungssensor. Darüber hinaus gibt es noch ergänzende Lösungen. Das ist in der Mitte von unserem Partner Bosch, die über die reine Zählung hinausgehen, sondern eben auch detektieren, tragen die Menschen einen Mund-Nasen-Schutz, werden die Abstände eingehalten und sogar mit einem speziellen Sensor Temperaturmessung
was natürlich aus deutscher Datenschutzsicht, naja, diskussionswürdig ist, würde ich mal sagen. Aber ich fand wichtig, Ihnen das hier zumindest mit aufzuzeigen. Ja, das zweite Handlungsfeld rund um eigentlich die Themen, die Sie heute noch mal näher beleuchten werden, nämlich auch die verschiedenen hybriden Verkaufskanäle. Zum einen geht es vielfach darum, dass viele physische Händler vielleicht noch gar nicht online vertreten sind. Da kommen dann beispielsweise unsere Partner Episerver oder Plain Concepts ins Spiel, die zum einen entweder einen E-Commerce-Shop erstellen oder auch beispielsweise einen Mobile-Commerce-Shop erstellen können, sprich App. Auch das Startup LocalUp, was beispielsweise das lokale Marketing von lokalen physischen Händlern unterstützt, beispielsweise auch über unsere Bing-Plattform. Und darüber hinaus noch zwei weitere Partner. Symanto bietet eine Social Sentiment Analyse an, also eine Messung der Äußerungen zu der eigenen Marke in den sozialen Kanälen. Und Namuro, auch eine spannende Lösung, die das Online Customer Journey Hijacking verhindert. Schönes englisches Wort. Was im Grunde daraus besteht, dass Malware auf E-Commerce-Seiten sich ausbreitet und beispielsweise dann auch das Advertisement sozusagen kapert und eben schlechtestenfalls auf Wettbewerberseiten umleitet. Wie Sie sicherlich wissen und wenn nicht, haben wir heute noch was vorbereitet für Sie, bieten wir natürlich auch aus dem Microsoft-Portfolio Angebote an rund um Omnichannel-Lösungen. Das ist dann speziell das Dynamics 365-Portfolio und natürlich das Portfolio rund um Microsoft Advertising, was eben deutlich auch über die Bing-Angebote hinausgeht und dazu werden Sie heute auch noch mehr erfahren. Vielen Dank. Bei Fragen melden Sie sich gerne. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Dankeschön. Xenia, thank you so much for sharing those insights with us. Finally, we come to our first session in English. My colleague, Mark Robertson, Global Specialist at Microsoft Business Applications, will tell you more about Dynamics 365 and how to gain a 360 view of your customer. Mark, very pleased to have you here today. So thank you very much for the opportunity to speak to you today with regards to a topic that Microsoft is intensely focused on right now when it comes to how do we transform the customer connections that you have. And not just doing that, but how do you inspire action and a connection with your customers? And when we look at this, we want to think about things like, well, how do we control or try to get our heads around the demand to deliver on customer expectations, because it's constant and wants and needs are changing all the time. But also start to look at how you measure the impact of that, because there are new measures, potential performance indicators that are coming into play, whereby lifetime value is still incredibly key, and some other key measures that come into play around attribution and personalization are really, really important. But also, how are you measuring the return not only on the marketing investment that you make, but perhaps things like the return on loyalty? So what I wanted to cover during this session was to really look at how Microsoft is helping create moments of truth, a deeper understanding of customers, but also how we can help you surprise and delight your customers through a deeper engagement and crafting of journeys. So with that, I wanted to talk about the rewards for customer-centric experiences. And what it comes down to is the potential impact that has been delivered through those that have embraced this, but those that are actually doing this more effectively than their peers. And it's clear to see that there is a huge amount of potential, but there's also investment that goes into really understanding how to make this work effectively. And one of the things that I often think about is that knowing your customer doesn't just mean that you collect lots of data. It's more difficult, of course, than ever, and particularly over the last couple of years. But it's how you leverage that data to dig deeper emotionally, how you anticipate what's going to happen next, deliver every step of the journey, but also do that in a trustworthy way. Because if you get it wrong, there's such a huge potential impact in a negative way as a result of that too. And one thing that isn't going to stop is the rate of evolution. So for marketeers,
but also for customer experience leaders, the evolution and digitization of experiences, whether it be machine learning, AI, VR, bots, we cannot ignore the humanity of the experience that needs to be created too. So whether that be through digital channels or whether it be through more traditional ones, there's this key blend that has to be struck in order to be able to create these experiences. And the final point I'll make here is that if you look at the average organization is building its customer data universe by 25% year on year. And if they have an average of around 40 front-end systems or touch points, that starts to give you a feel for why it's so important to build out these customer profiles and understand the experience that you're offering to those customers. So what we often talk about, of course, is insight. Insight is going to be so powerful for everything that you do, but also start to give you a sense of not only why is insight so key, but how do you learn from that too? So when we talk about this, we look at these aspects of things like hindsight, which of course is the traditional way of looking at data and saying, well, what did we learn? Can we reflect and, you know, what went well, what didn't go so well? But then you start to look at this aspect of insight, and insight starts to say, well, actually, based on what we did, this is where the learnings are, and this is where we think we could have done better, or perhaps where we were surprised by our original hypothesis. But where we really want to get to is this sense around foresight. And when we talk about foresight, it's being able to look at what you've learned in order to be able to understand how you might be able to bring to bear the next experience, or to try new things, or apply test and learn principles. And the final point I'll make here is that the very core of this talks about data. And you can see within the quote, sometimes you'd be like, well, how do you take the leap of faith to talk about bricks and clay? But you cannot do this without having a data foundation. You start to take a look at the importance of your ability not only to generate insights, but to collaborate. This is where you get the stepping stones and where you can start to apply the mechanisms that you want to craft the experiences and the marketing campaigns that you want to deliver. And this is where we start to get into this piece around closing the gap and what this really means. So closing the gap is about activating data to generate insight. I think one thing that is really important though is that generating insight is one thing, but activation is the key piece. That's actually how you drive the outcome and the impact based on the learnings that you have. The other piece here is that when you generate that insight, it can be from a number of different sources. And in many cases, you say N number of sources. So whether that be behavioral data, transactional data, demographic data, but also proprietary signals or third-party signals that you're using, this is where you start to think about the fuller view of the experiences that you try to deliver to your customers, but that is delivered off the back of a deeper understanding of the data that you have. Now, this is where Microsoft would talk about its vision. And our vision is very, very clear in the sense that it is about trying to help organizations make sense of their data through unification, but also an understanding of it to try and derive insights that power your next generation experiences and that deeper understanding, as I said before, of the customers that you have. And when you combine that with our strategy oriented around digital transformation and the digital feedback loop, which you see here, when we look at this, this is really around how we start to break down the organizational silos that exist today. And of course, whether that be within marketing or the broader business that you have, operations data is critical to your understanding of what you can go to market with. But equally, as important, of course, is the products or the services that you offer. Now, quite often the silos exist within organizations that mean that you don't necessarily have the full understanding that might benefit the way in which you craft the journeys and also the outcomes that you want to drive. And some other things that we would talk about here is that these are signals. So signals that come from potentially any part of your organization that can be taken, they can be harmonized around what we refer to as a common data model. And that harmonization of data means that you can reason over it more effectively. And then this is the basis of how you build intelligence and drive action. So some examples here would be,
you can generate greater lifetime value with complete data because you actually have a better understanding of, for example, the average product holding that a customer has, but also where they're likely to use those services. Or what if we were starting to look at this on the basis of real-time visibility into what customers are doing and where they're operating within your environment, within your domain, or using apps, for example, that are saying customers are going here and therefore our digital experiences need to be adjusted. And that's through the telemetry and the data that we generate, not just about people that are unknown, but most importantly, from a Microsoft perspective, with our approach to customer data platforms, is known profiles that you generate. And the next piece here was you say that this isn't just about how you deliver experiences, it's about empowering your people and empowering you as users. So if you're using this, how can you make smart moves based on the learning that the system is trying to give you? So there's trust that you're placing in the environment and in AI to help you, but that is all part of the practice of trying to look at the harmony that you have as a user with the technology and machine learning as well. So on the basis of what we're doing right now, we would start to take a view on the end-to-end experiences that you would look to deliver. So you're looking to drive a view that allows you to grow and thrive and look at this on the basis of not just what you think your journeys are, but taking an appreciation for the fact that every journey could be different. And journeys, of course, are not linear. And we would be foolish to think that that's the case. Some may be, but we want to help customers understand how their customers are behaving and carefully build and curate journeys based on, as I said before, a deeper understanding of the data that you have. So with that in mind, this is where I wanted to talk to you about our approach and the Microsoft approach to how we're doing this. So Microsoft has a CDP or customer data platform capability through Dynamics 365 Customer Insights. And this is how we're starting to take advantage of breaking down these organizational or data silos and unifying that data. So we look at this from the point of view that this could be any data. So if you're looking at any data, how could you bring that together to have it orient around unique customer profiles? And if you have unique customer profiles, that could give you a better understanding of who you know, but also the audiences that you're trying to attract. So here we look at this on the basis, as I say, of any data that you bring in, how do you combine internal and external customer data to create new connections? How could you look at this to unify that and then discover real-time insights? So what insights could you generate? This could be something like a churn model or a recommendation model. If you have a subscription model, who is higher propensity than others? So you start to build out control groups and cohorts to target them based on what you know. You can also use this to do some really important things related to how you visualize the data. So using capabilities from Power BI to really start to look at how you visualize and wrangle data as well. And then we also have our capabilities within the AI and machine learning space. I mentioned a few examples of what we can do there. So bringing templates in, or the ability to bring your own machine learning models and libraries to say, apply this over our customer data so that we can create these more personalized, relevant, and interest-based stories for our customers. The final piece on here is talking about what Microsoft can do to light this up. So lighting it up through apps, our own apps, with Dynamics 365, Power Apps, but also Power BI, but also then the ability to be able to do this through any channel. So activating through connectors to things that you use day in, day out, whether that be something like a DSP or some of the social channels, in order to be able to say, pass this segment with this group or this cohort with these parameters and more from these demographics in order to build that out. So when we have done this on the basis that we are looking at known customer profiles, but what we're also introducing is this concept of enrichment. And when we talk about enrichment, this is bringing the Microsoft graph to bear, which gives you a flavor of what is happening within our search and audience network. So all of a sudden you're moving from this ability to be able to understand the data that you have and then Microsoft enriching that with insights. So we'd be looking at brand affinities, interest areas, but also lighting up demographic insights to say that this person is a part of this segment or audience and therefore help you not only, as I said before, look at this piece where you say, we know these customers
But you're looking at this from the concept of we can target people that look like that, and then we can start to think about building these audiences out, the connections that are there, and those that could potentially be in the market. Furthermore, I talked before around this idea of telemetry and data that comes from our ability to take insight from how people are interacting on digital services. So within your domain, how people are behaving on your sites, or also what people are doing within apps, and telling you where people are going, or where you can start to think about how you could change your journey to say, nudge people here, or people are behaving like this, and then look at how you can use attribution modeling to say, oh, when people come here, this is what happens. And again, we're looking to unify that data and help you achieve that. So just to close out on this session, I wanted to highlight a few customer examples and stories of organizations that are really embracing the CDP approach. And Tivoli Gardens is a great example of that, one of the world's oldest theme parks. And they've been delivering experiences since 1843. Now, what they wanted to do is try and drive a better understanding of the data that they have than ever before. And they have a really broad demographic. So you look at this on the basis of people that are very young, but also to the older generations as well. They're looking at how they can understand the experiences of people in the park, as well as how they engage them outside of the park, so off-site as well. Now, what they wanted to look at the experience here is how they could craft out personal interactions based on how people interact in the park, but also interact digitally with them as well. Not only have they done that, they did that in a really, really quick way, so that it was about rapid iterations on trying to build out this platform in months and not years in order to do this. But they've also built out a loyalty program, which they are using not only to try and engage and acquire new customers, but look at how they can use the principles of membership and then therefore churn modeling to retain those people year over year. The second story is Campari, who I'm sure you might be familiar with in terms of their presence worldwide. And Campari actually had a situation where they were trying to make sense of data that they had that resided in silos. Their MarTech estate was complex, not just in terms of what they did as a corporate function, but globally with different organizations or different countries being able to do different things. What they did, they embarked on a global CRM program, which was designed to try and bring this data together. So not only engage customers effectively, but essentially broker the conversations with the bartenders, for example, that are connected to them. All about building out affinity, a deeper understanding. And as I said before, as part of this journey is really crafting out how you use signals to build out a journey for customers or your customers' customers as well. And then the final story was around what the industry would call QSR. So this is quick service in terms of retail. And Chipotle had a situation whereby they actually had a significant customer base. They had a loyalty base as well. But the problem that they had is that they had what they believed was lots of duplicate data. So this came down to how could they use a CDP to try and identify the unique customer profile, but also build a profile around what they might call a headless profile as well. So that person could be anonymous, or that person could be on a journey, but could exist many, many times as well. So what they did is they wanted to look at better understanding that unknown to known journey, but also look at this on the basis of using our enrichment capabilities too. So you start to move into this idea that you can not only have your own view of the world, but you enrich it with our signals to say people that are working or using your products or services are also getting a deeper understanding of where their affinity or connections may lie. The final piece was around what they were doing with activation. So specifically for Chipotle, they were looking to harness their DSP, but also Facebook directly to try and build out these connections. And that's where they really got into this piece around trying to hyper segment, but also hyper personalize based on the understanding of their customer base. So finally, I realize I have covered a lot of ground here, but if you're interested in understanding more, please do not hesitate to connect with your Microsoft account executive or Microsoft team. But also if you work with a Microsoft partner, they will be more than happy to help you here. We also have our own digital platform that you can go to, so you can find out more about what Microsoft is doing in the CDP space, and we shared a link here.
But also we have our events that we run every month to try and help customers understand what we're doing in the CDP space and that you can get your hands onto the tools too. So thank you very much for your time. Take care. Thank you, Mark. That was a fantastic session. Our next speaker is Nitin Hegde, EMEA Product Lead at Microsoft Advertising. Nitin will be talking about our product roadmap for retailers in English. Nitin, very pleased to have you here with us today. Welcome, my name is Nitin Hegde, and I'm going to be covering the product roadmap for retails. When you look at a retail product, we look at it from three main pillars. One is to make sure we give you the right tools to make every customer connection count. And once you reach those customers, to deliver rich ad formats so you can engage those customers. And to do all of that within a powerful set of tools, which allows you, gives you a set of different automation features and insights to make those connections count. Looking down the first pillar around making every customer connection count, I want to spend some time to talk about our Microsoft Audience Network. This is a new feature which we've had now in the US for just over a year, and you know, this is coming to Europe. It's already live in the UK market and will expand to the rest of Europe in this coming year. The Microsoft Audience product brings together more than 500 million people where you can go and target them based on certain demographic information or information which we have as Microsoft. In the early tests we've actually done, it shows a really good increase in performance from looking at post-exposure conversions and also post-exposure clicks as well. For those of you who are not familiar with the Microsoft Audience Network and how does ads show up, this is a screenshot of how it shows up on MSN. So if you go to MSN, if you see what's in the blue boxes, those are Microsoft Audience Network ads. So in this case, we are taking an image. We could be using the ad title and description, which you've put in your ad copy, and that will show up on there. The similar ad formats show up across other publisher sites as well. So we would show just the text when it shows up on Outlook. And we show a very similar format when someone opens up or clicks a new tab on Microsoft Edge, our browser. Now, focused on retail, if you look on the right-hand side, this is where we can take your product feed information. You can go and create a campaign which is using just your product feed information. And then based on the consumer signals we get, we can show relevant products for that consumer directly when they reach any of the Microsoft properties like MSN, Outlook, or on Edge. Today, we're serving these ads within the Microsoft ecosystem, but our intention is to go outside the Microsoft ecosystem onto third-party publishing sites. And to make this very easy, you are already probably running display type of campaigns on Google. So now we have the capability to import your campaign directly from GDN. So you can go into the Google import options and bring across your campaigns automatically. The other targeting capability is to go and reach the right audience. We've done a lot of work over the last 18 months and have launched quite a lot of features which give you that capability to go after granular audience segments, say using in-market audiences. We've also made available product audiences which can be used to go after your audience either in the native type of format or also onto search. But we're also coming out with similar audiences soon into the European markets. And something which is very unique to us is we have the capability of going and targeting an audience based on LinkedIn profile information. So this is where you can go and start targeting consumers based on the companies they're working on, the job profiles, or the industries they're working on. We've also just released custom combinations that just gives you the capability to take different audience targeted segments and combine them in different ways with and or all functions, which gives you a much more powerful way of going after the audience you're going after. We've also just are in the process of releasing time zone targeting as well, which will be available across all the markets. The other piece which is coming in the coming year, which I know a lot of people have been asking for, is around income-based targeting.
That's something we're going to be working on in 2020. We're also looking at, you know, looking at ways of expanding our product audience capability into non-retail segments as well. One of the most exciting things in Europe is over the last 6 months, we've expanded into quite a few markets. So those of you who might be aware, today we are live in UK, France, and Germany, but a lot of you may not be aware that we are currently running pilots in Italy, Spain, Netherlands, Switzerland, Austria, Sweden, and also Belgium. And our intention is to go live in these markets in the coming weeks. Apart from that, there has been a lot of innovation which we've rolled out into the European markets recently. So we've launched a shopping tab in both the French and German markets in addition to the UK market. We're trying out different ad layouts as well within the SERP. So you have a 3x3 layout where we can display more ads. We've also introduced different filters across different attributes. There's a bunch of different automated extensions which we launched as well. Very recently, we've just started the pilot for local inventory ads. Primarily, right now, it's in UK, France, and Germany, but it will go across all of the European markets, which I've just called out earlier. This is, you know, our first step into expanding into the European markets. We're going to continue to expand into other European markets in the coming years. In terms of other visual changes we've made, we are now allowing more ads to show up on the SERP experience on the mainline ads. So you can see here now we can show up to 18 different ads on the mainline, and this is available now across all our released markets. We're also looking at ways of bringing you more volume. So we started creating new entry points across our other Microsoft properties. So what you see on here is on Edge, when you open a new tab, if you scroll down, you will see a list of, you know, news articles, which is coming from Microsoft News. There will be spotlights on there, which will take people to different promotions, which will land them on directly onto the shopping vertical. Also on mobile devices, and we know this is the key area where people have been asking for more volume from us, as we are rolling out the Edge version of our browser on Android and iOS devices, what you will see is when you go and open a new tab, you will see a sticky icon on there, which takes people directly into our shopping experience. So we're hoping this will help drive new consumers into our shopping experience and in turn end up with more consumers for you as retailers. We're also developed a few different UX changes to help highlight products. So you can see here on the left-hand side, the first product here is highlighted. This is on a mobile experience. You get much more information on a mobile device. We have a quick view available right now on mobile devices as well, which takes you to a richer L2 level experience where you can see more information about the product. And we've also started creating filters on the SERP itself, on mobile devices, so you can quickly, in a touch-friendly way, drill down to a product you are actually searching for. In terms of how we're innovating in this space, there are a bunch of features I just want to quickly go through. We've launched capabilities. This is primarily in the US right now, but it will come to Europe very soon, where shoppers can go in and track price changes. So if you're looking at a particular product, you can see a little button on there. You can just click it and turn it on. You do have to sign in for this with your Microsoft account. And when that product changes, you will get a notification about price drops for that particular product. And you can do that across multiple products, and it'll all be under what we call your collection of items. And then when you click on the collection, we'll show you a carousel of all the different products you have, where you're tracking the price for each one of those. For individual products as well, what you can go and do is you can go and click on the product, and we will show a price graph which shows the price history for that particular product over a period of time, and it gives you the capability to actually look at that by different retailers, if multiple retailers are selling a similar product. On the image vertical, we're again doing a bunch of innovation there. So the first thing, you know, we've made sure our product ad inventory gets surfaced when people are on the image vertical.
So we're seeing a lot of retail activity coming from the image vertical on Bing. So people are looking for products, going to images, and then going and completing the retail transactions of ads which are being shown there. However, we also see, especially in apparel and home, people actually clicking on images and looking for products which are similar. So we are going to make that task easier. So what you see here is an example of an apparel one when someone's actually gone into a particular image. What you can see on the bottom here is we've auto-identified there is a product on this image. It'll create a hotspot. When you click on that hotspot, we will show visually similar products which show up on the right-hand side. And this will be a combination of both organic listings and also paid listings as well. We're also actively running a pilot right now in UK, France, and Germany, a product which is called Microsoft Shopping Campaign with Partners. So think of this as co-bidding with manufacturers and retailers together. So this example, what happens here is retailers bidding for a particular product. However, a brand and manufacturer may come in and say, I want to co-bid alongside that retailer for my product to help increase the viewability of their product and also clicks and conversions on the back of that. The way this works is we combine the bids at auction time. So the combined bid will result in better visibility for that particular product. We also break down detailed reporting for both the manufacturer and retailer on the back of this. For the manufacturer, we show them the impressions and clicks and conversions which they've impacted. And for the retailer, we show the assisted impressions and clicks and conversions which the additional bid boosting from the manufacturer has resulted in. We've made it really easy for manufacturers to go and scale this across multiple retailers on our system. So they could go in and bid across all their different SKUs across multiple retailers in one campaign, or they can go and create different campaigns to go and target specific retailers. If you're interested in taking part, reach out to your account teams and we can continue a discussion with them. In terms of new products we're working on, we are working on getting showcase ads to you in 2020. So this is another well-known feature where we know there's a lot of demand for it. So we're actively working to bring this to market soon. In terms of other richer ad formats, just so you're aware of, we have a bunch of other feed formats. So we have dynamic data extensions, what you can see here. These are based on custom feeds which we've developed. So this can be used in retail as well. In the retail case, you can directly use your product feeds and show up in this experience. You can also use multi-image extensions. So this is where you can have up to 5 images which show up on the SERP results. Each one of them can go to a different landing page. So suppose this shows up on your brand term, you can direct people to different subcategories of your site with images directly from the SERP results. We also have a format which we are trying out in the US in certain sensitive categories where people need to display more information. So we have something called disclaimer extensions where this will show up all the time. So in cases where you have to show certain text, but the amount of space we give you on the ad copy is not enough, this is a good way of making sure that information always gets displayed on your ads. We also have video extensions which we are bringing to market, and these will show up both on the search experience, but also on the audience network in the future. In terms of other automated features, so we've launched dynamic search ads across the vast majority of our European markets, and these are performing extremely well across multiple verticals. Retail in particular has been doing really well with dynamic search ads, where people are seeing increased clicks, conversions at a lower cost. So if you're not using this, please go ahead and experiment and try this feature out. We've also very recently launched responsive search ads. Again, the automated nature of this is resulting in higher conversions, lower CPAs, better performance overall in the retail vertical. Again, if you're not using it, it'd be good to go and start experimenting with responsive search ads. We're also very close to starting a pilot with smart shopping campaigns. We know this is very popular for some of you. So again, if you're interested in taking part, please work with your account teams. This is coming across the European markets very soon.
In terms of other automated features we're working on, there are a bunch of features which we've recently released, just in case you're not aware. So, you know, we've launched Max Conversions across both search campaigns and DSA, Target CPA as well across search campaigns and DSA, especially Target CPA. I think that's been, you know, an ask for some time. It's available now, so please go and use it. We also have Max Clicks, and Target ROAS is something which we've just started piloting. In terms of, you know, what you can expect coming soon, I just want to call out a few. I'm not going to go through all of them. You know, portfolio bridge strategy, we know that's been a big ask. That's something we're actively working on right now. Campaign level conversion goals and also ad group level target CPA, auto bidding technology as well. So those are things which, you know, you can look forward to in the coming year. And just to close out on the automated features, you know, if you're not using enhanced CPC, you know, please go and try it out. This has worked for the vast majority of customers who have tried enhanced CPC. They are seeing an improvement in performance from conversion rates to the cost of the conversions. So definitely go and try it out. And, you know, some customers have seen even better results when they've combined it with some form of remarketing. And the last thing I want to cover is, you know, we are working to bring a lot of innovation within the user interface and our desktop tools. So I'm just going to share on the screen what you can see is how we're redesigning the UI to look a bit more modern compared to what's available right now. So, you know, as this comes out, we will let you know if you want to take part in the pilot. Your account teams can start adding you onto the pilot if you want to take part. With that, I'll wrap this up and I'll be available afterwards if you have any questions. Thank you, Neaton. That was very informative. Our next speaker is Melanie Schlegel from Otto. I've interviewed Melanie about how partnering with Microsoft Advertising adds value to retail. Melanie, very happy to have you here with us today. Erst einmal schönen guten Tag und schönen guten Morgen an alle, die jetzt zuschauen, zuhören und natürlich auch an dich. Genau, ich vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Melanie Schlegel von der Otto Einzelgesellschaft und dort verantwortlich für das ganze Thema Suchmaschinen- und Produktsuchmaschinenmarketing und nebenbei noch so ein bisschen auch damit beschäftigt, ein paar Inhouse-Projekte bei uns zu betreuen. Ja, Melanie, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, im Rahmen des Retail Days uns als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Otto und Microsoft Advertising arbeiten ja schon ziemlich lange zusammen und wir haben ja jetzt gerade eine ganz spannende Zeit, auch für Otto, in der eine Menge passiert ist und natürlich auch einige Herausforderungen für Otto im Raum standen. Wie würdest du die denn beschreiben? Wie hat sich die Situation für uns bis jetzt dieses Jahr dargestellt? Da meinst du ganz bestimmt das Thema, was uns alle stark beschäftigt, nämlich Corona. Das ist etwas, was wir natürlich bei Otto auch 1:1 mitbekommen haben, angefangen bei den Arbeitsverhältnissen. Ich habe euch gerade bei mir in meinem Schlafzimmer und darf euch von hier willkommen heißen. Das heißt, Homeoffice für 3.000 unserer Angestellten ist von jetzt auf gleich tatsächlich passiert. Und man muss sagen, das hat mehr als gut funktioniert. Dankenswerterweise natürlich auch durch gute Tool-Unterstützung aus dem Hause Microsoft, so wie wir uns ja heute auch über Teams treffen. Ein Stück weit ist das neue Normal geworden, wie wir jetzt miteinander zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, dafür, dass Otto 1949 gegründet wurde und jetzt ja nun wirklich auch schon eine Menge Jahre auf dem Buckel hat, hat das extrem gut funktioniert und die ganze Unternehmung hat sich extrem schnell an diese neuen Verhältnisse gewöhnt. Für uns als Online-Händler, muss man natürlich sagen, hat dieses ganze Thema einen gewissen strukturellen Vorteil mit sich gebracht. Die Kunden konnten nun mal schlicht und ergreifend offline nicht mehr einkaufen. Sie haben sich also vermehrt an Online-Möglichkeiten gewandt. Und da konnten wir vom Glück reden, dass wir dann da sein konnten und diese Kundenbedürfnisse bzw. die Userbedürfnisse auch erfüllen konnten. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben das natürlich ganz, ganz stark an der Nachfrage von bestimmten Bereichen auch gemerkt. Was total zurückgegangen ist, ist der Bereich Mode, Bademode, Accessoires, Handtaschen und Schuhe. Das braucht man nicht, wenn man im Homeoffice sitzt und auch nirgendwo hingehen kann. Was wir aber natürlich ganz stark gesehen haben, gerade anfänglich, ist die Ausstattung im Homeoffice. Bürostühle, Drucker, Druckerzubehör sind zum Teil verdoppelt worden in den Umsätzen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, wir haben extrem viele
Spielsachen nach Hause schicken können, um eben auch die Kleinen zu beschäftigen. Ganz viel Homeschooling-Material haben wir gesehen, aber beispielsweise auch solche Dinge wie Kühl- und Gefrierschränke, Computerbedarfe, Brotbackmaschinen. Man backt scheinbar aktuell gerade sein Brot sehr viel selber und auch ganz viel aus dem Bereich Beauty. Das heißt, wenn kein Friseur offen hat und die Pediküre, Maniküre nicht stattfinden kann, haben wir auch da einen ganz, ganz starken Absatzanstieg gesehen. Mhm. Danke erstmal für die Beschreibung der Änderung im Konsumverhalten. Das, was ihr jetzt bemerkt habt, ist sicherlich etwas, was viele Unternehmen in der Branche auch trifft und was auch einige beobachtet haben in der Form. Was glaubst du denn, welche Änderungen wird es langfristig im Konsumverhalten geben? Wir sehen ja schon seit einer geraumen Zeit, gerade auch bei den jüngeren Zielgruppen, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability und das ganze Thema, ja, wie stellen sich Unternehmen, wie stellen sich Marken auf, tatsächlich an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, dass das langfristig so bleiben wird. Kurzfristig müssen wir alle jetzt schauen, wie sich das Jahr entwickelt. Unsere Wirtschaftsweisen gehen davon aus, dass wir eine Rezession haben werden und sicherlich wird dann das Thema Preis, Preis und Verfügbarkeit und auch das Thema Service für uns relevantes werden. Mhm. Das heißt, langfristig glaube ich schon stark daran, dass wir eine veränderte Wertelandschaft haben werden. Für die nächsten Monate, glaube ich, ist aber tatsächlich erstmal das Thema Preis und Verfügbarkeit und Service das Bestimmende. Okay, jetzt hast du eben gerade gesagt, Preis und Verfügbarkeit sind jetzt gerade wichtig, Wertelandschaft später. Haben denn diese Erkenntnisse, die du gerade beschrieben hast, in irgendeiner Form auch einen Impact gehabt auf das Marketing bei Otto? Na klar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben starke Verschübe in Richtung bestimmter Sortimente gesehen. Damit natürlich auch eine ganz andere Lean-Forward-Haltung des Users. Wir reden hier jetzt ja auch gerade ein Stück weit über das Thema Suche. Und gerade, wann suche ich, wenn ich etwas brauche? Vielleicht auch, wenn ich mich inspirieren lassen möchte, aber vor allen Dingen, wenn ich etwas brauche. Und da haben wir sehr schnell reagiert und sehr, sehr schnell auch reagieren müssen, um da zu sein, wo der User gerade ist. Das heißt, das, was wir eigentlich an Saisonalität im Jahr kennen, hat schlicht nicht stattgefunden, sondern es hat sich eine ganz andere Dynamik entwickelt. Und beispielsweise ist es dann natürlich wichtig, ich hatte es vorhin erwähnt, das ganze Thema Homeschooling, da zu sein, wenn Druckerbedarfe beispielsweise da sind, Privathaushalte auf einmal einen Drucker brauchen, Druckerpapier brauchen, Druckerpatronen brauchen und das nicht irgendwann, sondern morgen, dann sollte auch ein Haus wie unseres, wenn wir dort helfen können, wenn wir dort unterstützen können, wenn wir dort Ware haben, da sein, wo der User ist, mit der Werbung dorthin gehen, wo der User ist, ihn entsprechend auch zu uns abholen. Und dann aber natürlich auch die Werbung wieder einstellen, wenn bestimmte Produktgruppen nicht mehr verfügbar sind. Denn was wollen wir alle nicht, den User am Ende enttäuschen? Und wir kennen das alle aus unserem eigenen User-Verhalten. Wann sind wir besonders glücklich, wenn wir auf eine Website kommen und das Produkt ist verfügbar und innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden bei uns? Und das haben wir einfach versucht, sehr schnell mit den Categories, also mit unseren Einkaufsbereichen und mit den anderen Marketingbereichen hinzubekommen, da zu sein, wo gerade der Need ist und da zu sein, wo wir auch gerade Produkte haben. Das ist ein wunderbares Stichwort, da zu sein, wo gerade der Need ist, eben die Benutzer dort abzuholen, wo sie gerade ihre Bedürfnisse haben. Wie gestaltet sich denn gerade auch im Hinblick auf dieses Thema die Zusammenarbeit mit Microsoft Advertising? Wir haben ja vor einem Jahr geinhoused. Das heißt, Microsoft Advertising lag bis zu dem Zeitpunkt noch bei einer Agentur und wir haben uns dann bewusst bei mir in meiner Abteilung entschieden, nein, das ist ein Partner, den wollen wir gerne bei uns in-house führen und glauben da auch ganz, ganz stark an das Potenzial. Wir haben dann ein relativ volatiles Jahr hinter uns gebracht, muss man sagen, wo wir mit vielen Umbauprozessen noch zu tun hatten, jetzt final endlich genau da sind, wo wir hinwollen mit der Struktur, mit den Möglichkeiten, mit den Tools. Wir haben unser Bitmanagement-Tool auf angepasst. Unser Inhouse-Bitmanagement-Tool, das macht es dann einfacher, so eine Lösung auch zu kreieren und haben da einfach ja, feststellen können, Microsoft Ads ist für uns ein relevanter Marketingkanal. Microsoft bietet da auch extrem viel Potenzial für uns, interessante,
im Zweifel sogar neue oder andere Usergruppen zu erschließen, an die wir so vielleicht in der Vergangenheit gar nicht rangekommen sind oder zumindest nicht in der Wirtschaftlichkeit auch herangekommen sind, wie wir es jetzt gerade können mit euch. Und haben natürlich auch, und das wird auch an der Situation hier zu Hause liegen, ganz klar gesehen, dass das, was ihr mitbringt, etwas desktoplastigerer, etwas männlicherer, etwas älterer Traffic, hervorragend zu der Situation gepasst und hervorragend auch zu den Produkten gepasst hat, die wir hatten. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, mussten wir natürlich so ein bisschen hier und da schieben und gucken, was ist mit dem Budget, was ist mit den Ressourcen und so weiter. Und deswegen, glaube ich, waren die letzten 12 Monate für uns alle zusammen sehr aufregend. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir viel voneinander gelernt haben, wo wir viel aufgegleist haben und, glaube ich, zusammen sehr, sehr gut diese Potenziale in der Zukunft heben können. Also das Heben von Potenzialen ist ja ein großartiges Stichwort gewesen gerade von dir und natürlich ist es wichtig eben auch zu schauen, was haben wir in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, aber es ist eben auch wichtig, wie du schon gesagt hast, dort zu sein, wo der Nutzer ist, bedeutet eben auch sich auf die Zukunft auszurichten, dort zu sein, wo der Hockeyball als nächstes im Spielfeld sein wird. Und da ist natürlich auch die Performance ein ganz wichtiges Thema. Wie performt denn Microsoft Advertising für Otto? Hervorragend. Man muss tatsächlich sagen, hervorragend. Wir haben es geschafft, über die letzten Monate beispielsweise den Shopping-Bereich für uns maximal zu skalieren. Ich glaube, da kaufen wir jeden Klick ein und erreichen jeden User genau im richtigen Moment und das passt einfach perfekt. Im Bereich Search wollen wir dieses Maximum noch erreichen. Wir schreiben uns eben auf die Fahnen, jeden Partner bis dahin zu skalieren, wo wir sagen, da ist jetzt wirklich das Maximum erreicht. Und vielleicht zur Erklärung, wir steuern nach einem Renditewert. Das heißt, wir schauen wirklich sehr, sehr tief rein, wie wirtschaftlich sind Werbemaßnahmen für Otto. Und dieses tiefe Reinschauen, gerade bei Microsoft, zeigt, das ist ein hochgradig effizienter Kanal und hochgradig effizienter Traffic für uns und natürlich umso interessanter, ihn dann noch entsprechend zu skalieren. Das ist aber, um ehrlich zu sein, auch der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir wollen inhausen. Nicht, weil die Agentur nicht gut gearbeitet hat, sondern weil wir sagen, mit einer partnerschaftlichen Beziehung direkt mit euch können wir noch tiefer rein in den Maschinenraum, können wir noch besser verstehen, was habt ihr für Möglichkeiten, sind noch näher dran an Produktentwicklung, an Neuheiten, an Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wir haben eine ausgeprägte Testnatur bei Otto und haben da einfach mit euch zusammen richtig, richtig gute Möglichkeiten, schnell innovative Lösungen zu finden und Dinge auszuprobieren. Ob das jetzt Retail Solutions sind oder Co-Bidding ist oder einfach nur mal neue Werbeformen, die ihr anbietet oder neue Lösungen für den User zu suchen, wie jetzt beispielsweise ja auch nach Bildern und so weiter, das ist für uns super spannend und ja, da glauben wir einfach daran, dass sich das noch sehr, sehr stark skalieren lässt. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Kanälen ist Microsoft Ads da auf jeden Fall unter den Top-Performern. Thank you, Melanie, for the interview and your time. Our next speaker is Errol, who will be presenting the takeaways of today's session in German and go into more detail about Microsoft Advertising for Retail. Errol, stage is yours. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bisher. Zum Ende unseres virtuellen Retail Days greife ich nochmal ein paar wichtige Punkte für Advertising auf und zeige euch auch nochmal die Möglichkeiten für die kommenden Monate was ihr sofort umsetzen könnt. Wie wir im Insights-Part auch schon gesehen haben, wächst das Retail-Segment bei uns kontinuierlich zweistellig, Jahr für Jahr. Und auch in diesem Jahr sind wir trotz Corona wieder zweistellig positiv gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Im Chart seht ihr nochmal die Entwicklung von 2018 ab. Und spannend für unsere Advertiser ist, dass der Traffic steigt, wobei der CPC konstant bleibt. Das heißt, es gibt keine bessere Möglichkeit, keinen besseren Zeitpunkt, wie man das Ganze skaliert, was man auch an dem Gespräch vorhin mit Otto gesehen hat. Wenn man sich unsere Audiences anschaut, dann kann man sagen, dass wir eine sehr attraktive, eine spannende und diverse Audience haben. Wir sind ein bisschen männlicher, ein bisschen gebildeter, älter, ein bisschen verheirateter. Und vor allem ist die Kaufkraft bei uns sehr stark. Und man findet auch viele Nutzer,
in dem Fall 31%, die nur bei uns auf der Plattform sind und man nicht woanders findet. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine sehr interessante Größe erreicht mit 22% Marktanteil im Desktop-Bereich laut Comscore. Und um diese Reichweite zu nutzen, empfehlen wir auf jeden Fall den Google-Import. Dann könnt ihr die Arbeit, die ihr bei Google macht, direkt bei uns importieren und letztendlich dann auch sehen, wo sind die Unterschiede und auch darauf reagieren, um letztendlich das meiste aus unserer Audience rauszuholen. Hinzu kommt auch noch, wie eingangs von mir gesagt, unser Partnernetzwerk, unsere Syndication-Partner. Wir sind im Desktop-Bereich natürlich aus der Historie unheimlich stark und durch unsere Syndication-Partner erreichen wir auch im mobilen Bereich eine starke Reichweite. Der CPC bei unseren Partnern ist in der Regel um gut ein Drittel günstiger und schaltet man unsere Syndication-Partner nicht ein, nimmt man 19% Klickvolumen nicht in Anspruch. Eine Besonderheit bei uns ist auch, dass wir sehr transparent sind. Man sieht die Performance der einzelnen Syndication-Partner und hat auch die Möglichkeit, einzelne auszuschließen. Und für die anstehende Retail-Saison gibt es eine Menge an Opportunities, die ihr umsetzen könnt und letztendlich auch solltet. Und starten wir mit den Shopping-Kampagnen. Wir haben auch gerade auch wieder von Otto gehört, dass der Bereich sehr wettbewerbsfähig ist und skaliert werden kann. Wir sehen für Retailer, die es bislang nicht eingesetzt haben, dass bis zu 55% mehr Klicks generiert werden können. Der Cost per Klick ist in der Regel günstiger und natürlich erhält man auch einen sehr starken Anstieg an Conversions, das heißt um 50%. Und der Mensch wird visuell sehr stark angesprochen. Und sofern ihr noch keine Shopping-Kampagnen habt, dann können wir euch nur ans Herz legen, dies in dieser Saison zu tun. Und wenn ihr bereits Shopping-Kampagnen habt und wissen wollt, wo noch Potenziale sind, geht gerne auf eure Account-Manager zu. Wir bieten Shopping-Kliniken an, wo wir dann auch im Detail durch eure Shopping-Kampagnen gehen können und euch auch Potenziale aufzeigen können. Ein weiteres Produkt auf jeden Fall ist für die Retail-Saison sehr wichtig, unsere Dynamic Search Ads, in der Regel mit einem etwas günstigeren CPC ausgestattet, aber viel wichtiger, nutzt die Automatisierungsmöglichkeit von DSA, damit ihr nicht auf die Suche von neuen Keywords gehen müsst. 18% aller monatlichen Suchen auf unserer Plattform sind neue Suchen, die unser System noch nicht kennt. Und DSA ist eine super Möglichkeit, gerade auch mit Broadmatch in Verbindung, diese neuen Searches abzudecken. Das heißt, mit wenig manuellem Aufwand eine größere Reichweite zu erzielen. Das heißt, 10% mehr Klicks. Das heißt, DSA bietet einem letztendlich nur Vorteile, da es einem die Zeit spart und auch bei der Keyword-Suche hilft. Co-Bidding ist sowohl für die Marken, das heißt Hersteller, als auch für die Retailer sehr relevant. Hier bietet sich die Möglichkeit an, die Partnerschaft zu vertiefen, indem Hersteller die Möglichkeit haben, ihre Marken bei den Retailern stärker zu pushen. Und die Retailer wiederum haben die Möglichkeit, dadurch in Form von Werbekostenzuschüssen neue Potenziale zu erhalten. Und in unserem Test haben wir bisher bei Sponsored Products mit Co-Bidding 33% mehr Impressions und 62% mehr Klicks erzielt als ohne Co-Bidding. Das heißt, verknüpft euch hier stärker, geht ins Gespräch und wir helfen natürlich sehr, sehr gerne beim Setup. Es gibt in Deutschland mittlerweile mehr als 125 In-Market-Audiences, die sehr einfach und schnell gestartet werden können und mit denen ihr Leute identifizieren könnt, die kurz vor dem Kauf stehen. Das heißt, stellt sicher, dass eure In-Market-Audiences up-to-date sind und wirklich auch mit Bitboost versehen sind. Es gibt viele Listen, die für die kommende Saison relevant sind, wie zum Beispiel Hobbies und Leisure oder Gifts und Occasions. Aber generell haben wir auch breitere und universell relevantere Listen, die ihr mit euren Kampagnen und Remarketing verbinden könnt. In der Regel sehen wir fast eine 30-prozentige Klickratensteigerung und eine fast 50-prozentige Steigerung
bei der Conversion Rate für Kampagnen, die mit In-Market Audiences verbunden sind. Und was können wir machen? Wo können wir euch unterstützen? Geht auf uns, auf eure Ansprechpartner zu, macht Termine aus und wir können jederzeit Health-Checks für euch machen, eure Accounts analysieren und auf eure Herausforderungen eingehen. Und wichtig natürlich auch, wir haben sehr viele Quellen, auf die ihr zugreifen könnt, sei es bezogen auf Corona oder zu Microsoft Advertising. Wir werden im August, September tiefergehende Empfehlungen und Analysen zu Cyber Week, Pre-Post-Cyber Week, zu dem sehr wichtigen Weihnachtsgeschäft erhalten, die wir dann natürlich sehr gerne mit euch teilen. Und ja, zu guter Letzt, als kleines Schmankerl nochmal der Hinweis auf den Launch von Microsoft Audience Network, auf den wir sehnsüchtig warten. Und sobald wir ein Startdatum haben, informieren wir euch natürlich, um euch in einen Piloten zu bekommen bei Interesse. In UK und US sind wir ja bereits schon gestartet und falls ihr dort aktiv seid, können wir natürlich auch versuchen, euch da in einen Piloten zu bekommen. Und ja, zu guter Letzt noch eine ganz große Bitte. Gebt uns Feedback zu dem heutigen virtuellen Retail Day, was euch gefallen hat, was wir verbessern können, unter dem folgenden Link. Und ja, wir hoffen, ihr habt spannende Vorträge gehört zu Search, zu den Trends im Marketing und Retail und dass ihr natürlich was mitnehmen konntet und sich für euch der Zeitaufwand gelohnt hat. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ja, vielen Dank für eure Teilnahme. Danke. Thank you so much, Errol, and thank you all for attending the German Retail Day 2020. It is now time to thank all of our great speakers of today's session and close this session. If you have further questions or want to reach out to us, please visit our website, microsoftadvertising.ai, or reach out on one of the various social channels presented on this slide. Once again, thank you all and stay healthy. Goodbye.